Hör mal, ich hab gehört, du hast Trumpfe für mein Schwert. Schön zu sehen, dass du heil zurück bist. Ja, das freut mich auch. Also, was ist die Lage? Gibt's nur einen Plan? Ja. Vielleicht. Wir müssen noch einiges ausarbeiten. Aber wir haben auf jeden Fall eine neue Chance. Wenn was mal gemacht werden muss, ich bin dabei. Und wie lange meinst du, wirst du brauchen, um das Schwert neu zu schmieden? Mit den Plänen aus den Hochlanden geht das rucki-zucki. Und das wird eine Hausnummer, sag ich euch. Ich mach jetzt Rabotten, dann ist das bis zum Sonnenaufgang klar. Alles klar. Auch wenn ich gern wissen würde, warum wir so unter Zeitdruck sind. Besprechen wir das mit den anderen. Melly ist besser im Erklären als ich. Es geht dir so gut? Ja, es geht dir gut. Aber, Gaston, du hast bis morgen eine Quest für uns fertig. Ja. Natürlich. Dann bis morgen. Ruht euch gut aus. Tja, ich glaube, ich brauche einen Hinweis, welche von den Gerüchten, welche von den Hinweiszetteln können, welche nehmen wir denn jetzt? Das ist schwierig. Also was? Das letzte Gefecht. Alles scheint verloren, doch der Kampf ist noch nicht vorbei. Noch können wir Quasar am Durchgang aufhalten. Der mag eine Drachenwaffe besitzen, doch wir ebenso. Dank Flebel und Xyrum neu erworbenen Drachenfeuer können wir eine Waffe schmieden, die den Kräften des Bösen Widerstand leisten kann. Okay. Dafür hat es jetzt eine Quest gebraucht. Akt 4. Totenwaffe und Wache. Kapitel 24. Das Haus der Hoffnung. 35. Astralmond. Guten Morgen. Ihr ahnt nicht, wie gut es euch tut. Wie gut es tut, euch drei wieder vereint zu sehen. Das Kompliment gebe ich zurück. Habt ihr gut geschlafen? Nicht viel, aber gut. Wir wollten die ganze Nacht damit verbringen, Pläne zu schmieden, während Ria an diesem Schwert arbeitet. Aber Mona hat uns schlafen geschickt. Sie war immer eine Verfechterin des guten Schlafs. Gestern, du hast uns Questen ausgestellt. Das habe ich. Und du hast sogar daran gedacht, die Wurzeln zu verteidigen. Clever, sehr clever. Ich vermute, das heißt, dass ihr das auch getan habt. Natürlich, wir haben Pläne und Notfallpläne geschmiedet und Gruppen gebildet und alles. In welcher Gruppe bist du? Fable wird den Totenbeschwörer mit Xieren, coolen neuen Drachenkräften bekämpfen. Und wir werden dafür sorgen, dass die Zombies niemanden fressen. Zusammen mit Banya und Archie. Wir werden die Hauptstadt evakuieren. Und Zenith.
Ja, da weiß es niemand mehr von uns. Die Untoten angucken. Außer uns natürlich. Das klingt gut. Mit Bayers Hilfe sollte es schnell gehen. Genau. Erst wollten wir sie bitten, zum Blutsschwert, zum Blutsbruch zu teleportieren. Aber Bayer sagt, sie kann nicht mit den Bäumen im verbotenen Tal sprechen. Sie sind zu seltsam. Zu seltsam für Bayer? Dann müssen sie wirklich merkwürdige Bäume sein. Ja, ich wollte sie gerne sehen, aber das ist zu gefährlich. Also warte ich damit, bis ich älter bin. Abuchi kommt mit uns, um die Leute von der kommenden Gefahr zu überzeugen. Ich helfe mit guten Argumenten und kümmere mich um die Organisation. Und Dave führt unsere Gruppe an und sucht nach Fluchtwegen. Und danach bleibst du zum Kampf zurück, Dave? Nein, ich bleibe bei Melly. Ich bringe alle in Sicherheit und beschütze sie dort. Du bist nicht auf Rache aus? Ich vertraue darauf, dass meine Freunde sie für mich übernehmen. Ich will, dass der Totenschwörer besiegt wird, aber vor allem will ich Melly nie wieder allein lassen. Also willst du dich zurückhalten? Ich will leben. Oh. Und außerdem braucht Melly einen Assistenten. Und ich könnte mir keinen besseren wünschen. Das stimmt. Also, ich weiß, dass du keine Quest für die Evakuierung ausgeschrieben hast. Aber könnte ich einen Drink haben? Etwas, das mich motiviert. Wir werden eine Menge Leute überzeugen müssen, dass wir nicht wahnsinnig sind. Gerne. Welches Geheimnis kriege ich dieses Mal? Ein sehr großes. Was könnte mich jetzt noch überraschen? Mein echter Name. Ich bin ganz so. Neil Brummer. Ein dummer Name, ich weiß. Aber ich glaube, ich möchte mich nicht mehr verstellen. Also bin ich ab jetzt Neil. Klasse, Neil. So ein knuffiger Name. Kann ich einen Sternspitznamen geben? Nidi, Nilchen, Nidi. Wie Melly, nur mit N. Nee, ist schon okay. Nee, der Name passt zu dir. Danke, Fame. Ein schöner Name hat definitiv einen Drink verdient. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Danke, dass du mir geholfen hast, ich selbst zu sein. So gefällst du mir am besten. Ich bin sicher, dass Neil genauso bezaubernd ist wie Zephyr oder Malachit oder John. Danke. Okay, ein Charisma-Drink. Na, den Schlägermeister. Das passt doch. Dann können wir hier noch. Ein bisschen unsichtbar reinpacken. Ja, das passt doch perfekt. Unsichtbarkeit für den Dieb. Das müssen wir hier allerdings noch ein bisschen ausgleichen. Und mit Charisma auffüllen. Noch nicht. Ach so, hier noch ein bisschen Intelligenz. Schlägermeister mit extra Unsichtbarkeit.
Etwas mehr Chow. Nicht, dass du es nötig hättest. Das ist köstlich. Danke. Ich hoffe, die Stadtbewohner können mich damit besser leiden. Ich kann dich sehr gut leiden. Danke. Gastwirtin? Ja, Fable. Ich wollte nur sagen, danke für alles. Wenn du mich nicht zu dieser Wolfsquest ermutigt hättest, hätte ich nie den Mut gehabt, Uwe gegenüberzutreten. Du bist einer der besten Freunde, die ich je hatte. Fable, ich muss euch ein Geständnis machen. Lass mich raten. Du weißt gar nicht, wie man heiße Schokolade macht. Das habe ich vor kurzem so gelernt. Möchtest du eine? Du versuchst abzulenken. Ja, das tut sie. Aber ich möchte trotzdem eine. Ich will sie annehmen, sobald du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich tausche dein Geständnis gegen eine Chance, mir heiße Schokolade zu machen. Du bist eine gute Schülerin. Also gut. Das ist schwieriger, als ich dachte. Ich weiß, du kannst das. Ich, also, dieser Totenbeschwörer. Okay, jetzt mach ich mir Feinde. Um ehrlich zu sein, ich kenne ihn. Ziemlich gut sogar. Er war mein bester Freund. Das macht Sinn. Tut das. Ich wusste immer, dass sie etwas verbirgt. Und als ich die Blumen auf der Rüstung dieses Totenbeschwörers sah, sie haben mich an diesen Brief erinnert, den du nicht öffnen wolltest. Ja, dieser Brief war böse. Also, ihr wart Freunde. Wir waren Teil einer Abenteurergruppe. Sie bestand aus uns und vier anderen. Aquina, Aegeus, Alten und Kaya. Und Kia. Es ist ewig her, dass ich ihren Namen dort gesagt habe. Wir haben viele Jahre miteinander verbracht. Was ist passiert? Sie sind gestorben. Unsere Freunde, sie. Erinnerst du dich an diese Totenbeschwörerin, von der du gesprochen hast, Manny? Ach, Gott, sie ist wiedergeboren worden. Hatte ich nicht recht? Nein, aber wir haben sie Kerebosia einige Male bekämpft. Sie war besessen von der Idee, die Unsterblichkeit machte vor nicht Zeit, um sie zu erlangen. Es war wie ein Spiel für uns. Sie tat etwas Schreckliches. Wir kämpften gegen ihre Schergen und sie entkam. Wir hatten uns so sehr daran gewöhnt, dass wir unvorsichtig wurden. Arrogant. Irgendwann vergaßen wir einfach, wie gefährlich sie eigentlich war. Wir dachten, wir wären unverwundbar und traten ihr unvorbereitet entgegen. Und meine Freunde bezahlten dafür mit ihrem Leben. Um ehrlich zu sein, Fable, hatte ich Angst, dass dir dasselbe passiert, als du zum Abgrund des Zwielichts gelaufen bist. Ich dachte, das wäre dein Todesurteil. Ich verstehe. Trotzdem wünschte ich, du hättest es mir gesagt. Ich auch. Als wir gegen sie kämpften, starben sie alle so schnell. Aquila wurde beherrscht und tötete Alten. Kia starb, als sie Aegeus heilen wollte. Wir gaben unser Bestes, wir versuchten zu kämpfen, nicht aufzugeben, aber plötzlich waren sie weg und nur ich blieb
und Kazan. Kazan? Ist das dein Name? Ja, Kazan. Das Gebringer. Ist das sein echter Name? Ja, neidisch. Ein wenig. Er wuchs im Orden des Sternlichts auf. In einer anderen Gruppe als Tier, aber ich schätze, Cassiopeias Diener haben eine Vorliebe für dramatische Namen. Wir konnten uns einander zuerst nicht ausstehen. Wir haben uns oft gestritten. Vor allem über Religion. Weil er Cassiopeia anbetete und stur Leviathan? Oh, das hast du bemerkt? Das ganze Ort hier trägt die Handschrift der Seeschlange. Du bist tatsächlich ein guter Detektiv. Aber ja, das war Zimtstoff für eine Menge Streit. Aber es hat uns auch eng zusammengeschweißt. Und über Religion zu diskutieren war interessant. Kann ich mir vorstellen. Aber dies andere Totenbeschwörung. Kerebosia. Genau die. Sie ist tot, oder? Also habt ihr sie am Ende doch besiegt? Nein. Also, doch. Kazan hat sie besiegt. Als ich sah, dass meine Freunde... Ich war sicher, dass es vorbei war. Dass wir verloren hatten. Ich hatte Angst und... Ich floh. Ich rannte weg und hielt nicht an. Bis ich so weit gerannt war, dass ich nicht mehr weg, nicht zurück konnte. Das kann ich verstehen. Weglaufen ist so einfach, wenn man Angst hat. Du musst schrecklich gewesen sein. Und das muss schrecklich gewesen sein, all deine Freunde zu verlieren. Das war's, aber es war nicht richtig, sie zurückzulassen. Dass du es bräuchst, ist okay. Aber ich bin trotzdem froh, dass du hier bist. Ich wünschte, ich wäre nicht so ein Feigling. Du arbeitest darin. Ich versuche es. Plötzlich gab es eine Explosion aus purer Magie aus der Richtung, von der ich geflohen war. Ich bin sicher, dass er den Zauber des Sehens zerschmetterns genutzt hat, um sie zu besiegen. Das klingt zerschmetternd. Wie etwas, das Hex nutzen würde. Wir haben ihn damals von einem verrückten Magier gestohlen. Aber er war eindeutig zu gefährlich, um genutzt zu werden. Also einigten wir uns darauf, ihn sicher zu verwahren und nie zu nutzen. Aber er nicht. Wir beide nicht. Wir wollten ihn beide studieren, aller Warnungen zum Trotz. Und während die anderen feierten oder Kneipenschlägereien anzettelten oder Wehrölen knurrelten, studierten wir eine Schriftrolle, die Seelen entzweien kann. Ich glaube nicht, dass einer von uns sie tatsächlich nutzen wollte. Aber wir waren jung und neugierig. Von mächtiger Magie geht ein Reiz aus, der nur schwer zu ignorieren ist. Als ich floh und er sich weigerte, dasselbe zu tun, ich glaube, er sah keine andere Möglichkeit und wirkte den Zauber gegen sie. Und er hat Kerebosias Seele zerschmettert. Damit hatte er den Kampf eindeutig gewonnen, aber er hat sie nicht zurückgebracht. Warum haben wir nie davon gehört? Auf eine gewisse Weise habt ihr das. All das passierte. Vor 30 Jahren. Genau. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, warum er das erste Sieg vor 30 Jahren geöffnet hatte und dann so lange wartete, um die anderen zu brechen. Es muss ein Unfall gewesen sein, die Portale zu öffnen, meine ich. Das ist es, was er gemacht hat, oder? Mit ihrer Seele, meine ich. Er hat sie in ein Portal verwandelt. Ich denke auch, ja.
Und jetzt will er eure Freunde zurückbringen. Ich kann ihn irgendwo verstehen. Ich würde alles geben, um sie wiederzusehen, meine alten Freunde und Tia. Aber die Vergangenheit ist passiert und ich kann sie nicht ändern, egal wie sehr ich es möchte. Ich möchte die Liebe, was sie immer mir beigebracht haben, und das Leben, das ich jetzt leben darf, ehren. Sie sind mehr wert als die Erinnerung an das grausame Schicksal, das ihr ereilt hat. Und ich will mich nicht mehr zerstören, als meine Feigheit es schon getan hat. Du bist wirklich ein wenig feig. Du hättest uns das alles von Anfang an sagen können. Ich wollte nicht wahrhaben, dass es war, glaube ich, oder mich für eine Seite entscheiden. Er ist immer noch mein Freund, egal was er getan hat. Sogar nachdem er Kerbosias Rüstung angelegt und seinen Schwur verraten hat. Ich glaube, niemand will akzeptieren, wenn ihr Freund jemand geworden ist, den sie nicht länger erkennen. Es tut mir leid, dass dir das passiert ist, dass mich das passiert ist. Das alles laut auszusprechen tut gut. Ist das nicht seltsam? Überhaupt nicht. Ist es in Ordnung, wenn wir das den anderen erzählen? Seinen Namen und eure Geschichte, meine ich? Wenn du willst. Ich mache mir nur Sorgen, dass Lin mich unangespitzt in den Boden rammt. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Hasst ihr mich jetzt? Natürlich nicht. Du bist vielleicht manchmal doof, traurig und zwielichtig, aber du bist unser Freund. Und Kazan ist dein Freund. Ich wüsste auch nicht, was ich tun würde, wenn ich gegen meine Freunde kämpfen müsste. Aber ich möchte gerne denken, dass ich sie auch nicht verletzen wollen würde. Aber du musst anfangen, dir deine eigenen Ratschläge zu Herzen zu nehmen. Das habe ich schon öfters gehört. Danke, Fable. Du bist mein Lieblingsstammkunde. Gut, denn du bist mein Lieblingsgastwirt. Also geh hier nicht weg, okay? Diesmal nicht, versprochen. Krieg ich jetzt eine heiße Schokolade oder sind wir noch ein paar Stunden alle traurig? Du kriegst eine heiße Schokolade. Danke für die Geduld. Ach, das ist zum ersten Mal, dass wir in der richtigen. Einen speziellen Drink jetzt bestimmt haben. Jetzt brauchen wir aber auch irgendwie. Schild und müssen jetzt noch irgendwas reintun. Vielleicht das hier. Ach, hier ist auch eins Charismas zu viel. Nachlässig. So, heiße Schoki. Ein Durchstreichen. Bitte sehr, eine heiße Schokolade an der Quincy. Mir ausgezeichnet. Dankeschön. Kein Zombie wird gegen meine Schokoladenpower bestehen. Ich renne jetzt durch den Garten.
Bis bald. Viel Glück, Fabian. Ich gehe mit ihr. Wir sehen nach euch, nachdem wir gewonnen haben. Das wäre schön. Wenn wir zurück sind, wie wäre es mit etwas Chor und vielleicht einem Tanz? Das klingt wundervoll. Wir könnten auch Blumenkeks backen. Ich freue mich schon darauf. Pass auf dich auf. Und du auch auf dich. Es klingt schön, wenn du das sagst. Ich kann es kaum erwarten, es noch einmal zu hören. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Schätze, es war an der Zeit, dass ich ehrlich bin. Glaubst du, dass wir gewinnen werden? Ja, ich glaube an euch. Ich weiß, dass ihr ihn aufhalten und uns alle retten könnt. Insbesondere mit so einem Deus Ex Machina wie dir. Du bist gut darin, Leute aufzumuntern. Ich weiß. Und selbst wenn du nicht zurückkommen solltest, ich bin dankbar für die Zeit, die wir miteinander verbringen durften. Ich würde sie für nichts in der Welt eintauschen. Ich auch nicht. Aber noch ist Zeit, des Abschieds nicht gekommen. Ich komme noch einmal wieder, um diese Quest abzuholen. Aber zuerst muss ich nach den anderen sehen. Das dachte ich mir schon. Danke für alles, Fabian. Ich könnte mir niemand besseren wünschen, mit dem ich meinen Abenteuer teilen würde. Ich bin bald zurück. Hab ihn nicht geduckt. Ich versuche es.